Martin Amedick ist ein höflicher Mensch. Er gibt quasi immer sein letztes Hemd, um, wie hier, wieder eins zu bekommen. Ein gelbes. Ah ja, eine Randnotiz. Denn was zählt, ist der Sieg. Marco Kurz wird wie alle seine Jungs begeistert gefeiert. Kein leichter Sieg, zu hoch ausgefallen. Vorsprung ausgebaut. Also diese Selbstläufer gibt es nicht und zum Ende der Saison überhaupt nicht. Ja, für uns war wichtig, mit den 3 Punkten weiterhin diesen Platz zu untermauern. Und das war das Ziel und das wird auch das Ziel nächste Woche sein. Und trotzdem die Chance genutzt. Die 3 Punkte lassen alle Aufstiegsträume in den Himmel wachsen. Ja, und ich will auf jeden Fall mit dem 1. FCK hier jetzt aufsteigen. Ja, und es sieht ganz gut aus und wir wollen einfach jetzt das nächste Spiel in Düsseldorf punkten. Ein zweifelhaftes Foul an Jendrischek, ein zweifelhafter Elfmeter lässt den Mann strahlen, der den Roten Teufeln sowieso den meisten Glanz verschafft in dieser Saison, Sydney Sam. Sehr selbstbewusst, aber fast schon ein bisschen überheblich, wie er zum 2:0 einlocht. Ich habe jetzt zweimal links in die Ecke geschossen und ja, ich wusste, dass er auch links springt und ja, dann habe ich ihn einfach, sah vielleicht ein bisschen lässig aus, aber einfach in die Mitte reingemacht. Mit nun 9 Treffern ist der quirlige Mittelfeldmann momentan nicht wegzudenken aus dem FCK-Spiel. Es wird sicher schwer sein, ihn zu halten. Ein Tor bereitet er noch vor, das 4. von Erik Jendrischek, dessen 11. Treffer bisher. Ein klares Ergebnis letztlich, doch. Wann sind Sie denn mal richtig zufrieden? Ich bin zufrieden, aber ich muss natürlich auch auf Dinge hinweisen oder auch ansprechen, was wir besser machen müssen. Ja? Und ich glaube einfach, wenn du 1-0 führst und auch die Ausrichtung vom Gegner weißt, dann darfst du deine Ordnung nicht so schnell verlieren. Und da haben wir ein bisschen Glück gehabt und eine gute Qualität vom Torhüter. Das mit dem Trikot und Martin Amedick muss noch geklärt werden. Es ist das von Eintracht Braunschweig. Dort spielte Amedick mal vor Urzeiten. Aber zurückwechseln darf er nicht. Martin ist unser Kapitän. Ein ganz wichtiger Faktor im Spiel, aber auch außerhalb des Spielfeldes. Und ich bin froh darum, so einen schlauen Kopf in der Mannschaft zu haben. So schlau, dass er merkt, dass der Braunschweiger Energieversorger nicht auf der FCK-Sponsorenliste steht und er deshalb mal lieber ganz schnell das Trikot auf links dreht, bevor es jemand mitbekommt.